Ja, guten Tag, hier ist Jensch aus Berlin. Kann ich mal Herrn Biermann bitte sprechen? Um was geht es denn? Ja, sagen Sie von der Renf-Kombo, der Chef. Ach ja, Moment, Moment. Ja, hallo? Ja, pass auf, es geht um Folgendes. Ich habe eben deine Pressekonferenz gehört, in Berlin hier, wo du was über mich sagst. Und nun habe ich eine Frage. Du sagst da drinnen wörtlich, Renft hat die Gruppe gespalten. Dann hätte ich mal eine Frage, wie meinst du das? Wie kommst du dazu, das zu behaupten? Das bezieht sich auf Aussagen deiner Musiker. Du musst da, wenn du sowas sagst von der großen Öffentlichkeit, musst du dort immer Gründe dafür haben, dass du sowas sagst. Ich sagte ja eben schon, das bezieht sich auf Aussagen deiner Musiker. Ja, und wie äußert sich das? Ich kann ja nicht fragen, die Musiker. Ich kann ja, ja, eben. Ich bin ja jetzt hier in West-Berlin. Ja. Was haben die gesagt? Dass du die Gruppe gespalten hast. Und dass du nur Interesse hattest, nach dem Westen abzuhauen. Ich habe die Gruppe nicht gespalten. Im Gegenteil, ich habe bis zum Schluss die Aufnahmen mit Kunert und Panach gemacht und habe damit auch mich in eine Gefahr begeben, habe ich tagelang hingesetzt und du sagst dann einfach, ich wäre erstmal mit der Freiwilligkeit nach dem Westen, mit bedenklicher Freiwilligkeit nach dem Westen gegangen. Mir ist bekannt, dass deine Leute sehr enttäuscht darüber waren, dass du dich, wie sie es nannten, abgesetzt hast nach dem Westen. Inwiefern das gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist, das musst du mit diesen Leuten klären, aber bei zumindest zweien davon wirst du etwas warten müssen, denn die sitzen jetzt im Zuchthaus. Ich würde nicht automatisch jeden verurteilen, der unter dem Druck der Verhältnisse, weil er ihm nicht mehr standhalten kann, es vorzieht, das Land zu verlassen. In manchen Fällen mag es sogar die einzige richtige Lösung sein. Was ich mit dem Wort bedenklich meine, das ja ein im Übrigen bedenkenswertes Wort ist, ist einfach die grundlegende Überzeugung, dass es in der DDR nicht weitergehen kann, wenn immer zur Freude der stalinistischen Bürokratie die Menschen, die kostbar sind, die empfindlich sind, die sich einmischen und die deswegen natürlich Schläge erleiden, wenn immer diese wichtigen Menschen das Land verlassen. Und du gehörtest zu diesen Menschen, die für die DDR wichtig sind, die dort gute Sachen gemacht haben, auf die viele Leute, die in der DDR leben und auch in den nächsten 20 Jahren leben werden, ihre Hoffnungen gesetzt haben. Und für diese, gerade für diese Menschen, die in irgendeiner Art in der Öffentlichkeit standen wie du, denn du warst ja in der DDR ein sehr populärer Popmusiker und nicht nur in deiner Eigenschaft als irgendein Wald- und Wiesenmusiker, sondern damit verbanden sich ja auch bestimmte politische Vorstellungen. Die Tatsache, dass so ein Mensch weggeht, ist für die DDR und für die jungen Leute, und das weißt du selbst, das brauche ich dir im Grunde gar nicht erklären, ein großer Verlust. Und das sagst du auch noch, obwohl du weißt, dass ich also in der DDR nicht hätte wieder auftreten dürfen, ja, und da mir eventuell das Gleiche passiert wäre, was jetzt Gerolf und Kuhne passiert ist. Du solltest über das Wort bedenklich nachdenken. Und ich habe zum Beispiel kurz vor der Verhaftung noch mit Kuhne, Gerolf, Monster in Leipzig zusammengesessen, ja, das war vielleicht 14 Tage vorher. Und da ist von Seiten meiner Musiker nichts gesagt worden. Im Gegenteil, wir sprachen davon, dass wir eventuell noch eine Schallplatte machen. Das war unser Plan. Es ist also nichts gesagt worden, dass ich die Gruppe gespalten habe. Tja, dann müssen Sie in Ihrer unendlichen Güte offenbar dir das verziehen haben oder vergessen haben oder inzwischen nicht mehr für so wichtig gefunden haben. Das kann natürlich sein. Es ist für uns alle schwierig und ich habe nicht die Absicht, dich in irgendeiner Weise zu beleidigen, dir niedrige Motive zu unterstellen. Dazu kenne ich dich persönlich auch viel zu wenig. Ich erkenne hoch an, dass du in der Zeit, als es dir noch möglich war, dem Panach Gelegenheit gegeben hast, im Rahmen der Renf-Band aufzutreten. Das habe ich auch damals dir und anderen gesagt. Aber ich war verzweifelt, wenn so viele kostbare Leute
das taten, was eigentlich die reaktionäre stalinistische Bürokratie sich wünscht und was sie ja auch betreibt, nämlich, dass sie weggehen und dass endlich Ruhe im Karton ist und die sich gemütlich einrichten können und dass die Zyniker über uns lachen können und sagen können, DDR, das heißt der dumme Rest. Tja. Gut, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch, dass überhaupt erstmal wir zusammen gesprochen haben. Leider ein bisschen zu spät, denn die Sache ist ja schon von dir in der Öffentlichkeit. Und ich muss dazu irgendwas sagen, ich kann das nicht einfach so hinnehmen. Gut, ja? Gut. Recht vielen Dank. Wiederhören. Also.